Digital macht Spaß, aber wann wird es zu viel? Nummer 1. Der Handynacken. Die Dauernutzung des Smartphones kann zu einem Schildkrötenhals führen. Der menschliche Kopf wiegt ca. 4 bis 6 Kilo. Das stellt kein Problem dar. Ist er aber vorgelagert, wirken jedoch Kräfte über 20 Kilogramm auf den Halswirbel. Das kann zu Rücken- und Kopfschmerzen führen. Mache mal eine Pause. Senke auch mal die Augen und nicht den Kopf. Treibe auch mal Sport, um die Muskulatur zu entspannen. Das gibt auch gute Fotos für die sozialen Medien. Nummer 2. Der Kommunikationskiller. Klar, kann man mit der ganzen Welt kommunizieren, aber vergesse nicht die Menschen, die direkt neben dir sitzen. Lege für dich fest, wann es für dich ein Tabu ist, im Beisammensein mit Freunden oder Familie zum Handy zu greifen. Wie zum Beispiel beim romantischen Date. Und auch bei anderen für dich wichtigen Gesprächen sollte es lieber ausgeschaltet sein. Poste einfach danach euer witziges Selfie. Nummer 3. Augenprobleme. Tätigkeiten in Büros und Rumgedattel auf Smartphones führt zu Kurzsichtigkeit. Der Mensch als Jäger und Sammler ist dafür gemacht, in die Ferne und in die Nähe zu blicken. Durch den einseitigen Gebrauch können wir heute dann nicht mehr richtig in die Ferne scharf stellen. In Taiwan schickt man daher Kinder per Vorschrift für 2 Stunden ins Freie, damit sie das so ausgleichen können. So wurden dort die Raten für Kurzsichtigkeit von 50% auf 45% gesenkt. Versuche ein Gleichgewicht für dich zu finden. Grundsätzlich gilt dieses Risiko aber auch für Leseratten, die Bücher lesen. Ist also keine rein digitale Erscheinung. Nummer 4. Einschlafschwierigkeiten. Wenn du vor dem Einschlafen noch im Netz unterwegs bist, kann das hellblaue Licht deinen Augen vorgaukeln, dass es noch Tag ist. Dann stellt der Körper sich nicht auf das Schlafen ein. Wechsle in den Nachtmodus. Einige Apps und Funktionen ermöglichen ein Surfen mit warmen Farben, die auch die Augen nicht so anstrengen. Durchgehendes Nutzen von digitalen Geräten suggeriert, dass man etwas verpassen könnte. Lege dein Handy nicht neben das Bett und schaue nachts nicht des Öfteren nach, was sich in der digitalen Welt getan hat. Schalte ab, schlafen ist angesagt. Nummer 5. Konzentrationsprobleme. Es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn das eigene Kommunikationszentrum heiß läuft. In einer Studie über Teenager bis zu 29 Jahren kam heraus, dass durchschnittlich 135 Mal am Tag zum Handy gegriffen wird. Die kurzen Unterbrechungen stören fast nicht, aber die Summe verhindert längere Gedankengänge. Lege öfter mal eine Handypause ein. Du musst nicht immer und überall sofort antworten. Die meisten Angelegenheiten haben auch etwas mehr Zeit. Digital macht Spaß, aber wann ist es zu viel? Von deiner BIC direkt gesondert.